Eise kommt man auch so. Aber um dann weiterzukommen, brauchen wir das doch. Ich habe keine Bombe mehr, fuck. Ich brauche eine Bombe! Ich bin eine Bombe! Sollten wir Bomben geben? Bist du schwarz, explodierst du? Bestimmt ein Terrorist. Ja, explodiert, war ja klar. Schwarze Terroristen explodieren nun mal. Weiße Terroristen erschießen dich nur, hä? Denkt mal drüber nach. Wenn ihr tot seid. So, one extra life. One extra life, mhm. Unwissende sagen da auch one up dazu, aber nee, es heißt one extra life. Auch ein extra Leben, kann man sagen. Ja, oder so ähnlich, was weiß ich. Was schlubberst du? Du musst sterben. Nee, lieber nicht. Habe ich doch heute erst zweimal gemacht. Die haben Lasers. Ich will auch einen Laser. Au. So darfst du ja so schnell schießen. Was bist du denn? I can see forever. I can see forever. Herzen ohne Masken finde ich cool. Ich verstehe gar nicht, warum die Menschen so viele Probleme haben, ein Spenderherz zu bekommen. Hier sind auch ewig viele. Du musst einfach nur eins nehmen. Du musst einfach nur die Nebentaste drücken und alles wird gut. Anfänger. So. Ich könnte mal da runtergehen, um zu prüfen, ob. Nee. Schade. Schade. Ja, ich weiß. Ich kann da lang. Geht das? Geht. Aber ich vermute mal, das geht zu, wenn ich da das Ding mitnehme. Oh, danke. Ich muss jetzt zwar keine Türen mehr öffnen, aber wenn ich es müsste, könnte ich es. Und zwar so viele ich möchte in diesem Stockwerk. Oh. Könntest du bitte mal sterben und mir ein Gubi-Item droppen? Ob noch mein Gubi-Item, das ist kein Gubi-Item, das ist einfach nichts. So ein Kack. Hilfe. Okay, die fahren alle außen rum, das ist total easy. Sagte er und starb. Hey, Doppelherz. Schleichwerbung. Ich wurde für Doppelherz von Doppelherz bezahlt, dass ich das sage. Jetzt wird es langsam mal. Nein! Ja, das war Absicht. Dann haben wir noch mehr Scheiße. Lack ab. Bleibt in die Hand. Hand. Danke, war's das? Das war's. Zieh es ab. Sehr gut. Achso, ihr seid meine Schatten. Boah. Das war jetzt lustig. Los, aber lustig. Ich sollte vielleicht aufhören, irgendwie 2 Milliarden Pfeffen zu lassen. Wäre vielleicht vorteilhaft. Das macht Damage ab, ne? Hier ist noch mehr Damage. Macht das meinen Speeddown? Das ist immer nur die Hälfte von dem, was es macht. Dabei steht, das nervt schon so ein bisschen. Aber was willst du machen? Egal, ich bin, glaube ich, halbwegs mächtig genug, um dem Herz entgegenzutreten. Der Macht des Hasses gegen das Herz. Mal sterben und so. Das finde ich ganz geil. Und jetzt ist da auch. Oh, mal richtig Zeug hier. Moment mal, Arcade, was ist das da unten dann? Ich habe übrigens 10 Leben. Ich denke, da geht was. Das Problem ist, nach einem Tod werde ich auf ein Herz zurückgestuft. So, was ist denn da drin? Danke, das hat sich gelohnt. Übergehende Unverwundbarkeit. Auch nett. Ach, ich habe keine Bomben. Habt aber nochmal Glück gehabt.
Das, nein, da reinzugehen würde mir ein ganzes Herz kosten. Gut, ich kann natürlich mit Unverwundbarkeit mir ein Herz sparen, aber dann ist immer noch ein Herz. Das ist mir zu riskant. Den habe ich nicht getroffen. Für den Fall, dass es jemand nicht aufgefallen ist, den hatte ich nicht getroffen. Deswegen war der auch nicht tot. Weiß, das klingt jetzt irgendwie merkwürdig. Aber auch ich bin nicht perfekt. Das ist natürlich ein Witz. Ich habe ihn absichtlich nicht getroffen. Ich bin natürlich perfekt. Also bitte, hallo. Ich sterbe auch nur, um es nicht zu übertreiben mit meinem Skill. Um nicht zu sehr anzugeben. Weil sonst bekommt ihr nur wieder Minderwertigkeitskomplexe und bringt euch selbst um. Ich kenne das. Weil ich so unglaublich toll bin. Ah. Ist halt irgendwie wegen schnell. So schnell sollte ihr auch gar nicht sein. Sofort Speedhack ausmachen. Road Bun, Alter. Wer hackt, der wird gebannt. Du wirst mal sterben. Was soll ich denn mit Geld? Oh, Moment, der Raum kommt mir so bekannt vor. Das war vielleicht ein bisschen sinnfrei. Naja. Was ich nichts vor Mama wieder aufgeladen habe, ist alles gut. Natürlich ist das die falsche Richtung. Und ihr sterben ist bitte mal, ja? Zwei Gehirne sind viel besser als eins. Das habe ich aus meiner, aus der Bob Brain Challenge gelernt, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Nee, ich bin kurz vorher verreckt, ne? Ja. Da war was. Ich kann mich nur noch grob erinnern. Ich war, also ich habe so getan, als könnte ich nicht richtig gut spielen und tue ich gerne mal so. Ich meine, es ist ja auch scheiße, wenn man ständig alle einen beneiden und auf den Nerven geht. Oh, ich wäre auch so toll wie du. Oh, du bist der Größte. Oh Gott. Mein Penis ist so lang, deswegen tue ich immer so, als wenn das alles nicht wahr wäre. Aber in Wirklichkeit bin ich schon... Tja. Das ist, also ich will es nicht sagen gut, weil so schlecht bin ich nicht, aber... Ich möchte auch nicht sagen, ich bin der größte Spieler aller Zeiten, weil... Ich bin schon noch ein wenig besser als das. Nein. Ich bin so guter Spieler. Ich brauche noch eine Aufladung, weil ich so ein guter Spieler bin. Nee, also. Ich bin so gut, ne? Counter-Strike, ne? Mit dem Lenkrad da. Nein! Ah, fuck it. Gehe ich schon mächtig ab mit dem Lenkrad. Da verteile ich schon die Headshots. 60 Grad No-Scope, so. Bietest du mir noch irgendwas Gutes? Ja, 350. Ich hasse diese solche Räume. Vor allem, du möchtest immer direkt reinlaufen und dann sind da Stacheln des Todes. Hui, ich drehe meinen Kopf im Kreis, ganz normal. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Fliegen, die um mich herumfliegen. Vielleicht auch nicht. Oh, ich hab gewonnen. Oh, eine Fly. Oh, danke. Ich hätte gerne noch eine Fliege übrigens. Danke, jetzt habe ich drei Fliegen. Es lag da ein halbes Herz? Ich glaube, da lag ein halbes. Ich weiß nicht mehr. Tschüss ab. Schön. Bringt es nicht so viel, dass da auch noch Dings um mich rumfliegen, aber hey. Noch mehr Kohlen. Hey, was lag da noch? Lag da noch ein halbes Herz? Halbes Herz, ja. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, den jetzt noch alle zu suchen, deswegen. Stirb, Automat, stirb! Weil ich nicht mal genau weiß, an welche Herzen ich alles rankomme und. Und welche nicht richtig hatte er schon. Gut, wir haben 10 Versuche. Und einen davon mit 3 Herzen. Kommen wir an diese Pille da noch nicht ran? Nee, da müsste ich Schaden nehmen. Muss ich nicht. Ich muss noch kurz Pillen holen gehen.
war doch Unverwundbarkeit, oder? Ich hoffe es einfach mal. Invincibility war Unverwundbarkeit, oder? Ich verwechsel das gerne mal mit Invul... Tears up. 45 Stunden Energie. Oh mein Gott. Ja, yep, Mama ist durch. Gar kein Ding, nicht. So, das da mal. Gib mir mal diesen Kopf. Lalalala, lalalala. Wir haben jetzt einen Kopf und 48 Stunden Energie. Also insgesamt ja sogar 72, ne? Ich muss noch weiter. Warum hasst mich dieses Spiel so sehr? Das wäre noch ein Guppi-Item. Es wäre kein Guppi-Item mehr, weil ich raus bin. Sehr gut, kein Guppi-Item. Gut, ich hätte eh noch, wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich noch ein Guppi-Item, ne? Ne, ich glaube nicht, dass ich noch ein Guppi-Item finden würde. Ups, ich wollte nicht reinfliegen. Nein, ich wollte das nicht. Ja, sehr gut. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Genau so und nicht anders. Guck mal, ich habe ein Messer. Yeah, school. Ich habe keine Bomben. Doch Bomben. Also, ich muss jetzt echt noch einen Stockwerk machen. Ich dachte, nach Mama wäre Schluss. Ja, ich das gewusst, hätte ich 40 Stunden Energiefeld aufgehoben. Aber danach ist doch Schluss, oder? Ich muss dann jetzt nicht noch weiter runter, oder? Nee, käme ich gar nicht. Ich hab... Doch, käme ich noch. Ein, zwei runter geht noch. Aber... Wow. Hm, danke. Das war geplant. So, sieht's mal mit einer Bombe aus. Das ist nämlich das, was ich brauche, eine Bombe. Es beginnt die Bombenstimmung. Bombenstimmung. Hier, du hast Bombe. Oh. Jetzt hat er sich losgerissen. Was soll denn der Mist? Achso, der ist da. Okay. Nee, garantiert nicht. Dies wird nicht passieren. Na, ich spare mir meinen Kopf lieber auf. Meinen Kopf spare ich mir auf. Für den Fall, dass ich noch durch eine Höhle voller Lava navigieren muss. Oder... Ja. Man weiß nie, wann man das tun muss. Verdammte Kannibalen. Jetzt benutze ich ihn halt mal. Bisschen zu früh vielleicht. Nein. Das war nicht meine Absicht. Aber hey, ich habe voll den Knockback. Knochenpacke. Oh Gott. Spinnst wohl. Stirbst wohl. Tschüss. So, ich brauche noch eine Bombe. Das ist keine Bombe. Kann man aus einem Schlüssel eine Bombe bauen? Ja, also. Wenn du MacGyver heißt, geht das schon. Heiß ich MacGyver? Hm. Hey, die habe ja noch Regeneration aktiv. Das habe ich ja ganz vergessen. Erstmal sterben, danke. Ich bräuchte noch fliegen, aber fliegen ist glaube ich nicht drin. Willst du mal stehen? Wow. Ich hoffe, er stirbt noch bevor er seinen Laser aktivieren kann, aber Computer sagt nein. Scheiße. Scheiße, jetzt stirbt bitte mal. Danke. Das ist auch keine Bombe. Hallo. Wissen die alle nicht, wie Bomben aus... Boah.
Alle nicht wie Bomben aussehen. Ihr blutet da unten an den Füßen. Geht mal zum Arzt, das ist nicht nur gesund. So, was haben wir denn da? Eins. Hat alle Items rerollt? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich benutze das auf jeden Fall nicht. Ich versuche mal das noch, mein Glück. Nein, klingt mir natürlich nicht. Drop mal ein Herz und dann noch ein Item. Das ist kein Herz. Oh. Hey, so eine Bombe käme ich in den Itemraum. Ich guck mal noch in diesen Raum da links. Ich habe ja noch einen einsatzbereiten Kopf am Start. Was auch gut ist, denn das beschleunigt diesen Kampf doch enorm. Und gib mir noch einen Schlüssel. Danke, Spiel. Danke für diesen Schlüssel. Den habe ich mir so sehr gewünscht. So sehr. Fick dich. Und geh sterben. Das werde ich jetzt tun. So, Rille. Dann gucken wir noch mal, wie lange wir... Nein. Wie push, Mama. Will ich mal explodieren? Danke. Ich habe mich eben erst besiegt, weißt du das? Ich kann das nochmal machen. Frage ist, ob das dieses Mal besser funktioniert. Nicht so wirklich. So, jetzt bitte mal sterben. Danke. Ich habe noch 3 Treffer. Es sind immer noch 3 Treffer. So, das Messer regelt mal wieder. Jetzt darf ich nicht mehr so oft mich treffen lassen, tatsächlich. Wäre ganz gut. Oh, das Messer hat mich gerettet. Das hat seinen großen Auftritt jetzt. Das Messer, bester Charakter im Game. Danke. So, ich hätte jetzt gerne meinen Pokal. Danke. Geht doch, ganz easy. Triviales. Rune of Daggards. Dann gehen mir langsam die Challenges wirklich aus. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5. Moment. Hatte ich Unendstreak nicht schon? 5? Ich habe immer noch 5. So, ich hatte wieder eine freigespielt. Was war das denn? Ah, das war der Kack. Nein! Nur eine Frage, aber nehme ich jetzt immer noch Schaden? Nee. Moment, okay. Moment. Okay. Ja, aber insgesamt gehen mir die Challenges so langsam aus. Ja. Machen wir noch einen Run. Isaac, mit ihm müsste ich noch ganz zum Dingens. Mega Devil. Ah, Hilfe! So. Werde ich wahrscheinlich nur den Schlüssel nicht bekommen, die ich bräuchte, um sie zu bekommen. Die beiden Schlüsselteile, die Schlüssel. Ich brauche 87 Schlüssel. Moment, kann man mit Daddy's Key das Ding nicht öffnen? Den müsste ich auch was bekommen, ne? Das ist richtig, ja. Müsste ich auch erst bekommen. Die gefährlichsten Gegner im Spiel, glaube ich, bald. Ui, soll das Embryos oder sowas darstellen? Ich bin mir nicht sicher. Das weiß eh niemand. Der Entwickler wartet einfach nur, bis jemand was Gutes sagt und dann sagt er einfach, jupp, genau so hatte ich mir das gedacht. Ist natürlich alles gelogen, aber... Hast einfach nur Kinder und hat halt so ein paar Items gemacht, die
Krebs heißen, so, weil er hofft, dass alle Kinder Krebs kriegen und dann.